in meine Tech mit dir. Der Stein verhindert, dass sich das Pokémon weiterentwickelt. In den Ball, ich habe nur noch 4 Stück davon. Ich hasse dich. Ja, konzentriere dich darauf. Du und der Ball, ihr seid eins. Du möchtest in den Ball gehen. Dein Zuhause ist der Ball. Nur im Ball wirst du glücklich werden. Geh also bitte in den Ball. Ja, genau, dieser Ball. Ist ja nicht bequem. Geht doch. Hast du keine Bälle mehr? Bald nicht mehr. Legierungs-Pokémon. Es ist sehr beweglich, weil sein Körper aus einem speziellen Leichtmetall besteht. Da es Regen nicht mag, lebt es in Höhlen. Noch mehr Kämpfe, hä? Huh? Okay. Ich frage mich, wie lange wir von der Post wohl noch Briefe austragen werden. Nicht mehr lange. Dusselgur an die Armee bekommen. Oh, Wasserflug natürlich. Wechseln wir mal. Dum. Nocto, ja, kann ich dranbleiben. Bam, bam. Easy. Ich habe verloren, weißt du was? Ich will niemals die Arbeit als Postbote aufgeben. Warum nicht? Postbote so spannend. Erst wenn niedergeschriebene Gefühle beim Empfänger ankommen, werden sie bedeutsam. Und wenn es der allerletzte Brief ist, den er je verschickt wird, ich werde ihn zustellen. Okay. Weil du alles machst, ey. Ich habe nur 26 normale Bälle. 11 Premier. 2 davon. 12 Super. Ich habe noch ein paar Bälle, so ist das nicht, aber wir gehen halt einfach die Superbälle langsam aus. Noch mehr Trainer, hä? Kennst du eigentlich die Sage, wonach Gala dem Weltuntergang geweiht sei, sollten die Kramor jemals diese Region verlassen? Nein, das ist mir neu. Super ist halt besser als gar nichts. Na komm.
Dann wäre es ein Suppenball und kein Superball. Außer es ist eine super Suppe. Aber dann, selbst dann bin ich mir nicht sicher. Habe ich irgendwas, was gegen dich aktiv ist? Zeit für Ponita. Zeit, Ponita wieder rauszunehmen. Hat ja lange gedauert. Erdbeben macht halt echt immer einen halben Schaden, ne? Come on, ey. Das Ding macht auch nichts anderes als Erdbeben Spam. Junge, ey, das nervt, wenn die eine Attacke nach und nach spammen und ich hab nichts, was effektiv gegen dein scheiß Pokémon ist. Fucking hell, ey. Meine Güte, kannst du auch irgendwas anderes außer motherfucking Bullshit Erdbeben, ich schwör. Fängt an, mich aggressiv zu machen. Oh, Erdbeben. Hast du schon gesehen? Erdbeben. Ach ja, Erdbeben. Oh, Erdbeben. Und natürlich hat es auch noch Schwebe. Oh. Das ist an 36, das ist super low. Ich habe halt auch nichts, was fliegt. Nee, macht jetzt eh wieder Erdbeben. Können wir ja inzwischen. Dude, das ist so annoying. Es wäre schön, wenn es Marmelade casten würde. Kann man wenigstens mit mir anfangen, ey. Fucking Bullshit, ey. Holy moly, ey. Was ist Zauberschein? Ja, ja, whatever. Weißt du, er redet von fucking Kraxor und. Weißt du, jetzt habe ich das Problem, ich kann nirgendwo hin. Weil lol. Bullshit. Und entweder ich benutze jetzt alle meine Items oder ich mache ein fucking Camp auf. Mir bleibt nichts anderes über als fucking Camping, ey.
Menü kochen. Ist das nervig. Hier, heute gibt's, weiß ich nicht, Dosenbohnen mit Beeren und noch mehr Beeren und noch mehr Beeren und noch mehr Beeren. Was ist das denn bitte? Cooking Mama in Pokémon. Bohnen Curry. Alle KP und AP wurden hergestellt und Spartos-Probleme behoben. Dein Team hat sehr viel Erfahrung erhalten. Dein Ernst? Das war jetzt literally ein Pokémon. Dude. Wie viel XP waren das? Und die sind alle vollgeheilt? Das ist broken. Das ist absolut broken. Sneebel, geh mir nicht auf den Nerv. Verpiss dich. Sneebel, geh weg. Ich bin an einem Stein geploppt. Es ist alles wieder aufgefüllt. Holy moly. Gut, dass das Curry mir eben mehr Erfahrung gebracht hat als die Pokémon hier. Muss nur mal anmerken. Oh, hey, ein Zelt. Die seltenen Tutanbären wird das Essen gleich viel schmackhafter. Übrigens, weißt du vielleicht etwas über dieses Mysterium, das Gigapulver? Ich kenne nichts von Gigapulver, I don't know. Hi, lass fighten. Leider ein Trainer begegnet. Was mache ich jetzt? Ich habe da gar keine Lust zu kämpfen. Dann kämpf nicht, wenn du keine Lust hast. Geh mir nicht auf den Piss, ey. Oh nein, ein Trainer. Was mache ich nur? Oh, ich habe gar keine Lust zu kämpfen. Ja, dann kämpfen wir wohl. Was ist das denn für eine Logik? Wenn du keine Lust hast, dann lass es halt. Echt mal, soll er Tesco spielen gehen? Mein Gott, ey. Dim, dim, dim. Ja, mach halt Farnsteine. Ich hab nicht mehr vor, mein Pokémon zu tauschen. Dim, dim, dim. Trommelschläge. Bomb. Er hat das überlebt. Ich dreh durch.
Jetzt bufft sich das Vieh auch noch. Nimm einfach den Holzhammer. Problem an Holzhammer ist, hat das quasi wie so eine Pflanzenrisikodeckel. Ich krieg halt immer Schaden dadurch. Was ist noch mehr im Pokémon? Rotriceros. Ich will nicht wechseln. It's Hammer Time, Baby. Dü-dü-dü-dum. Dü-dum. Dü-dum. Das habe ich falsch gemacht. Du hast gekämpft. Kämpf doch einfach nicht. Lass mich einfach in Ruhe. Oh mein Gott, hier sind lauter fucking Kämpfe auf dem Weg da hoch. Deine Auftritt nach Zoltan bist du kein gewöhnlicher Trainer. Nicht? Ich sehe aus wie, weiß ich nicht, als ob ich in fucking Farbflex gefallen bin. Auf jeden Fall nicht gesund. Musst du mit jedem kämpfen? Nein, muss ich nicht. Möchte ich aber, weil es gibt gute Erfahrung und Geld. Bam! Bam! Easy. Das ist Kampf. Ich glaub an dich, Bonita. Fehlen definitiv noch ein paar Level auf dir. Und ein paar Stats wahrscheinlich auch. Ja, das ist so ein Wortspiel am Anfang seines Namens. Aber das soll auf K.O. Das ist quasi ein K.O.-Oktopus. Deshalb K.O.-Tor. Doppelkampf. Eieiei, schon. Lang nicht mehr gesehen. Ich bin gespannt zu erfahren, wie stark du inzwischen geworden bist. Ein hervorragendes Team aus Trainer und Pokémon der Start höre ich vor der Kamera. Oh mein Gott, wir haben beide zwei Pokémon. Ein Klick. Klick-Klack. Ein Klick-Klack. Ein totes Klick-Klack. Und keine Ahnung, was du bist. Gucken wir mal. Gut. Ein effektiver Volltreffer. Ripperino. Ist meine Tussi? Nein, meine Tussi ist einfach pink overall. Nette Donneranimation macht nur keinen Schaden. Why? Why not?
weil ich Spaß dran habe. Okay, machen wir das hier. Nö, ich mach mal da. Ich meine, wenn mir ein Spiel die Option gibt, einen Charakter zu verunstalten, dann werde ich sehr wahrscheinlich meinen Charakter verunstalten. Ziemlich normal. Nein. Oh nein, er hat Rückenwind. Soll ich nur tun? Fehlt nur noch lila Hautfarbe. Ich bin kein Alien, Mann. Holy fuck. Guck, wie Doppelkick ist. Doppelkick ist nicht so effektiv, ne? Ja, die Stärke trifft nicht, weil es fliegt. Okay. Irgendwas war gerade mit Pokécam. Holy! Was war das? Okay. Bei deiner Stadt fehlen mir die Worte. Ein Trainer wie dich sollten wir im Auge behalten. Jetzt muss ich ihn erstmal wieder hochhalten. Ja, nehmen wir direkt den Top-Beleber. Ich will doch nur nach Score City. Score City, City, City. Oh, wir sind endlich da. Score City it is. Score City. Wow, die Stadt sieht riesig aus. Holy fuck, sieht sie riesig aus. Das ist ja crazy. London. Es erinnert echt ein bisschen an London, jetzt wo du es sagst. Wow. Ach nee, es ist ja Haupt. Wow. Wir sind wirklich hier. Score City. Hier passiert es, hier wird die Legende von Hop in die Geschichte eingehen. Du weißt schon, weil ich der neue Champ der Galerion werde. Ich mache mich nur straks auf zum Stadion, jetzt wird's richtig rangeklotzt. Wir sehen uns dann beim Score-Stadion, Hilde, bis dann. See ya, Idiot. Sonst keiner, der mir auf den Sack geht? Das ist ja der Wahnsinn. Wo ist das ruhig? Ja. Mit dir. Die Stadt ist so groß, ich muss auf die Karte gucken. Ist doch toll, was wir so ein riesiges Pokémon friedlich zusammenleben können.
Ich bin schon auf die Dino. Na, fuck, Dynamaximierung. Ich nehme so viele Fotos, wie ich kann. Solche Schnappschüsse sind für mich wie kleine Glücksmomente in Konserven. Panty, Panty. Dieses Panty-Most heißt Alex und es ist super cool. Hallo, Alex. Wenn man Trainer ist, kann man überall auf der Welt herausfordern. Das ist cool. Man kann voll sehen, wie sehr Delay in den Kampf geliebt. Guck dir nur an, wie er dabei lächelt. Er wird bestimmt gut bezahlt dafür von seinen 10.000 Sponsoren. Verlieren gehört zum Leben dazu. Wichtig ist, dass man wieder aufsteht. Ich habe noch nicht einen Feind verloren. Das, obwohl ich mich total deppert anstelle. Du bist kein Glurak, du bist eine kleine Rotzröhre. Was ist mit euch? Ich will auch bei der Relenkchen nicht mitmachen. Mit einem Glurak. Echt? Oma, hast du mal einen Glurak für mich? Trainier lieber einen Glumanda, bis es sich entwickelt. So wird eure Bindung stärker. Aha. Für Smalltalk eignet sich das Wetter am besten. Diese Stadt ist viel zu groß. Als echter Fan, da weinst du, wenn dein Lieblingstrainer verliert und singst dir die Seele aus dem Leib, wenn er gewinnt. Du lebst all seine Kämpfe, als wären es deine eigenen. Aha. Was muss man denn so machen als echter Fan? Weil vielleicht hätte ich die NPCs andersrum ansprechen sollen. Was haben wir jetzt jeden auf diesem scheiß riesigen Platz angebabbelt? Scheint so. Hallo? Ja, ich habe noch Stadion-Tickets gekriegt. Komm rüber. Oh nein, geh weg. Hühner-Maximierungs-Omi macht mir Angst. Was ist hier drin? War mal ein großer Bahnhof? Holy. Infoschalter. Hi. Score City ist so riesig. Dank der Monorail und den Flugtaxis kann man sich aber zum Glück einwandfrei zurechtfinden. Wait, die haben ein eigenes fucking Stadt-Monorail-Whatever-System. Jetzt hab ich Angst. Wer macht hier so einen Krach? Klang wie ein Pokémon, aber hier ist keins. Doch da hinten. Hi. Okay. Willkommen im Supermarkt. Ich brauche Bälle. Ganz viele Bälle. 42. Ne, eigentlich 48. Ich habe mich vertan. Entschuldigung. Gib mir nochmal 20 hiervon. Ach komm, 30. Was soll der Geiz? Dann nehmen wir noch, ne? Hier nehmen wir auch nochmal, weil die 24 mit, weil wir es können. Immer noch keine gescheiten Beleber. Ja, sonst brauche ich nichts. Was ist das hier? Schrift, die ich nicht lesen kann. Cool. Möchtest du Zug fahren? Nope. Ist hier oben? Was ist das? Monorail-Haltestellen von Score City. Die Monorail dreht immer zu ihre Kreise in Score City. Einfach toll. Okay. Oh Mann. Muss also die Monorail nehmen, wenn man den Rose Tower erreichen will. Okay. Zick, zack. Meine Pokémon stehen total auf Musik. Gefällt ihnen ein Song, sind sie nicht mehr aufzuhalten. Okay. Was mit dir? Im Stadion bin ich so auf das Kämpfen fixiert, dass ich einfach nicht essen kann. Deshalb futter ich jetzt schon mal was. Futtern geht hier auch immer. Kein Item, nichts außer ein paar fucking Dingern hier, bei denen ich nicht mal einkaufen kann? Doch, kann ich. Was auch immer ich gekauft habe. Tafelwasser. Das gute alte Tafelwasser. Sehr beruhigend. Es kommen viele Touristen nach Skoskiti. Das ist wichtig, dass ich für jeden Geschmack etwas habe. Ja, nur für mich nicht, weil du mir nichts verkaufst, du Sack. Why you not verkaufen shit to me? That's not fair. Habe ich mit euch beiden geredet? Du möchtest eine Rundreise durch Ghana machen. Und deshalb steigst du ins Riesenrad. Okay.
Riesenrad, ich hab's nicht so mit Höhen. Kann passieren. Okay, holy moly. Diese Stadt ist absurd. Das ganze Gebiet ist also alles City, hä? Huh? Well, that looks fun. Die Stadt ist größer als einige... Ja, die Stadt ist echt größer als einige, Dingskirchen, kann ich mir denken. Als einige Routen. Du bist kein Glurak, du bist scheiße, geh weg. Eieiei. Erforsche ich jetzt die Stadt? Ich glaube nicht. Was mit dir? Ich würde gerne ein paar Trainer aus Gala in meine Heimatregion einladen. Nimmst du mich bitte mit? Ja, gerade werde ich echt müde. Wundertausch ist bei mir immer ready. Ich mache Wundertausch. Das Ding ist halt, wenn ich die ganze Zeit Wundertauschen würde, würde ich halt nicht vorankommen. Deshalb mache ich quasi mal Wundertausch, mache eine Route und mache dann wieder Wundertausch. Aber what the fuck? This nickname. Alle Pokéjobs. Oh nein. Wir können mal gucken, was wir gekriegt haben. Wahrscheinlich eh nur Trash. Ein Krebskor. Actually not Trash. Actually not Trash. Krobian-Pokémon. Es stammt eigentlich aus dem Land, aus dem Ausland und verwilderte. Es passt sich an die dreckigsten Flüsse an. Ich habe actually was bekommen, was man gebrauchen kann. Es ist die Frage, was werde ich wieder los, was ich nicht gebrauchen kann. Carpador. Mein japanisches Carpador. Das macht ihr immer noch Dino Raids? Holy fuck, ey. Vielen Dank für deine Geduld. So. Wie viele Pokéjobs habe ich jetzt, nachdem ich mir jetzt 10.000 Orden organisiert habe? Wie viele sind's? Es gibt neue Jobs. Oh mein Gott. Das sind viel zu viele. Ja, das sind die Dinger, die sind okay. Den habe ich angenommen. Der hält noch 17 Stunden. Holy. Okay. Ja, cool. Aber ganz ehrlich. Hier. Du kannst gerade nicht mit dem Fahrrad fahren. Will ich auch nicht. Ich will ins Menü und speichern. Holy fuck. Spielzeit 26 Stunden. Immer noch nicht fertig. Ja, aber gut. Hier mache ich das mal Pause.